Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge 17 auf der Hirschbach Beta. Ja, wir sind hier noch ein bisschen am Einsehen und am Flügen und am. Nur am Einsehen und Flügen. Ja, eigentlich schon viel vor uns hier. Die Kühe brauchen noch Futter und alles. Also, wir haben noch gar keine Kühe, aber ich will noch Kühe holen und die brauchen dann auch noch Futter und so. Das ist schon noch viel Arbeit hier. Einsehen klappt schon mal hier. Ich habe aber die Hilfe eingestellt. Müsste eigentlich hinkriegen. Ich lasse das einfach mal laufen. Nee, ich lasse nicht laufen. Ich muss einmal gucken, ob die richtige Bahn auch trifft, weil da hat der Kuba dran. Kann sein, dass das alles umgruppert. Was er nicht tut. Gucken wir mal, weit genug zurückfährt. Ja, das kann man durchgehen lassen. Doch. Fahren wir nämlich mit unserem guten John Deere 6R im Vorwärtsgang mähen. Die Hupe ist auch geil. Stand hier drin, ne? Ja. Sieh mal ein bisschen das Fenster aufmachen. Dachfenster geht nicht auf. Was sind das für ein Ding? Ah. Ja, okay, das kann man machen lassen. Schutzblech erstmal dran. Reifendruckregelsystem kann man auch ablassen. Ja, mehr hat er nicht drauf. Er sieht einfach nur geil aus. Von vorne. Hinten kann man sich drüber streiten. Aber vorne sieht er mega geil aus. Halt ein bisschen stört hat, da kommt keine Innenbeleuchtung. Das ist ein bisschen doof, da kann man irgendwie einstellen. Das finde ich ein bisschen. Ja. Ist halt so. Kannst du nichts gegen machen. Gucken wir, ob ich vielleicht noch einen anderen finde. Genug von den 6R hier. Contas gab es, gibt auch ein oder zwei sogar. Gibt die Motor. So wollte ich sagen, die Motor gab es auch ein oder zwei. Er sitzt halt mega geil. Passt gar nicht. So, es gibt dieses Problem, wenn wir mal rausfahren. Weil die Halle hat nämlich die gleiche Höhe wie auf der Gabensding. Und da kommst du mit dem Weg ja auch nicht gescheit durch. Glaube ich. Nee, kommst du nicht durch. Das ist die Kacke. Au, au, doch, es geht. Ja, ist ja geil. Nämlich alles drauf. Wir müssen tatsächlich da hoch. Ja, da ist wieder das Geräusch. Ich hoffe, man hört es nicht. Und dann hier hinten.
auf die 29. Ja. Hier müssen wir ausklappen. So, das alles Hubdings funktioniert nicht. Okay, aber ich alles einzeln aufnehmen, ist auch gut. Können wir mal ein Foto machen. Füttern verboten. Okay, mit Goldnuggets, das ist geil. Das ist glaube ich das erste, wo ich hier gesehen, also bis jetzt hier gesehen habe. Ah ja, hier ist es ja. Hier ist diese Stelle. Mit der Rampe. Finde ich irgendwie. Also die Halle finde ich geil. Das ist geil. Das ist wirklich cool. Das ist vielleicht sogar der Kuhstall hier. Ich weiß halt noch nicht, ich kaufe jetzt einfach mal ein paar Kühe, das interessiert mich jetzt mal. Kühe besuchen. Ah ja. Hoffentlich kann bei dem Viehhändler. Ah, nice. Ist der. Ah, der ist sogar schon an der richtigen Stelle hier. Das ist natürlich auch cool. Das ist cool. Gemacht. Die Halle hier auch. Geil. Ich glaube, die ist aber noch nicht ganz fertig gebaut. Kaufen wir jetzt aber auf jeden Fall mal ein paar Kühe. Wenn wir so. Sorry. Für 300.000 oder so kaufen. Bestätigen. Sonst müssen die Viecher eigentlich irgendwo rumlaufen. Ich schätze mal, hier ist irgendein anderes. Hier sind irgendwelche anderen Tiere. Ich denke mal, die Schweine oder so. Hier ist mal nichts drin. Dann ist es da drüben der Kuhstall. Das läuft, das machen die Zeige richtig gut. Guck mal, ja, nice. Das ist cool. Das gefällt mir. Ja, das hier der Stall ist. Richtig, richtig geil. Also das gefällt mir richtig gut. Und dann vielleicht noch so 50 Schweine. Ich hoffe mal, dass der eine Stall dahinter halt die Schweine sind. Kann man dann nämlich ein paar Strohballen oben reinstellen. Die kann man immer schön runterschmeißen. Ja. Müsste eigentlich gehen. Da runterfahren ist eigentlich egal, wie man es macht. Also, das sind die Schweine. Das ist cool. Ich hoffe es mal, dass es die Schweine sind. Nö. Schade. Jetzt müssen wir jetzt halt noch rausfinden, wo die Schweine sind. Boah, ich weiß echt nicht, wo die sein könnten. Wo sind die Schweine? Hm.
Wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, hier sind sie sogar schon. Oder? Nee. Nee, das. Nee, 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 nee. Stopp, das ist der Viehhändler. Ja. Das sieht auch sehr cool aus. Alter, die Halle, die ist der Hammer. Krass. Ich wüsste nicht, wo die jetzt sein können. Dabei war garantiert nicht. Werden wir noch finden. Also, wenn es jemand weiß, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ja. Naja, also ich weiß nicht, was sein könnte. Reden wir mal noch ein bisschen weiter hier. Weil die Folge gleich zu Ende ist. So Leute, wenn euch die Folge aber gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Oder das Video gleich an. Und ja, das war's dann von der Folge. Nicht vergessen, in die Kommentare schreiben, wo die Schweine sind, wenn jemand weiß. Und ja, ciao. Und liken nicht vergessen. Tschüss.